Danny Halm war ein ganz ruhiger, kommoder Teddybär. Der Kimi, schweigsam war der Kimi, sowohl als der Danny. Der Danny war kein Großsprecher. Der Kimi, der musstest wirklich jedes Wort aus der Nase ziehen. Ich habe mich mit Schaudern oft erinnert, wie ich Interviews mit dem Kimi im Paddock Club gemacht habe für die Gäste. Und du überlegst dir vorher schon, was frage ich ihn, damit er wenigstens zwei Sätze antworten kann. Und wenn er dann nur sagt, we'll see oder I don't know oder yes or no, dann wird es natürlich ein bisschen mühsam. Aber das war dem Kimi sein Charakter. Er ist ein stiller, verschlossener Mensch nach außen hin, ist aber ein sehr warmherziger und zum Teil auch kann er sehr humorvoll sein. Ist halt der Finne. Die reden nicht viel. Das war der Mika Häkkinen war ja auch nicht der Großaufsprecher und der, weiß Gott, wie sich in der Öffentlichkeit produziert hat, aber ja, sind durchaus likable Personen gewesen.